Wir gucken uns heute das The Hobbit Movie Set an. Gleich geht's los und wir sind hier in Mata Mata, so heißt der Ort. Und wer von euch hat den Film gesehen und ist ein großer Fan, den interessiert dieses Video bestimmt. This area is known as Gandalf's Cutting, and it's a popular part in the films where Bilbo runs out when he realizes the dwarves have left him and he's going to miss out on this adventure. So he's holding the contract and he's like, I'm going on an adventure! And then he runs out. I try, you know. And it's also where Gandalf and Frodo come into Hobbiton at the start of the Fellowship of the Rings. And I'll tell you a little bit about that sort of scene. Once we've had a little look around in here, if you like. Yeah. So if you want to have a look, there's some, the hobbit holes are slightly different sizes. Die haben hier fünf Vollzeitgärtner, die sich immer darum kümmern, dass alles so schön aussieht, wie es ist. Wir können noch was von Herr der Ringe sehen. Etwas ist noch übrig. Er hat gerade gesagt, der Rest wurde wieder, nach dem Dreh wurde wieder kaputt gemacht. Deswegen ist es nur das Hobbit-Set. Aber wir können uns jetzt mal was von Herr der Ringe angucken. Also der Garten hier, da ist alles echt, außer die Kartoffeln. Ansonsten wird hier wirklich Wein angebaut und alles mögliche. Und das alles für den Film. So for the Hobbits to look in proportion to the Hobbit hole and for the wizards to look much taller, Ian McKellen would stand in front of this Hobbit hole and then they would put in a Hobbit scale double. Kieran Shah was Elijah Wood's scale double. He's 4'1" and he would stand in front of here. Ian McKellen would look much taller and then it would create the illusion of the height difference. Hier dieses Moos, das haben die extra wirklich hier dran gemacht mit Kleber und irgendwelchen Farben und sonstigem Material, damit es halt so aussieht, als wäre das schon alles uralt. Und er meinte gerade, hier sieht man halt dieses künstliche Moos und an den Bäumen sieht man das echte. My prayer is one day I'll have Kate Moss on tour. Yeah. So I can say movie Moss, real Moss, Kate Moss. And then I'll be shot. Ant hat jetzt für uns hier einen Privatweg aufgemacht, damit wir ein bisschen wegkommen von den ganzen Touristen. Und hier sind wir jetzt ganz alleine und ungestört. Es ist runtergefallen, jetzt müssen wir es hier wieder hochmachen. Für ein schönes Foto. Na, das ist ein Schmetterling. Das Haus von Frodo und Bilbo und dieser Baum, der da drüber steht, den haben die, das ist ein unechter Baum, den haben die über E-Mail und Amazon und irgendwas gesucht, bis sie so einen Baum gefunden haben. Bei Herr der Ringe stand dort noch ein anderer Baum, den haben die extra hier irgendwo aus dem Nachbardorf geholt und hier hingepflanzt. Der war riesig groß, noch viel größer als dieser hier. So, unser Guide Ant hat mir gerade was voll Witziges und Interessantes erzählt und zwar, hinter der Kamera ist jetzt quasi das Zuhause von Bilbo und Frodo und die haben auf der Terrasse gesessen und dort in den Sonnenuntergang geguckt. Aber da ist Osten und deswegen haben sie einen Sonnenaufgang gefilmt für den Film und das aber in umgekehrter Reihenfolge abgespielt, damit es aussieht wie ein Sonnenuntergang. Tricky! So we've got the cheesemaker here and just next door to the cheesemaker is the hobbit hole that sometimes gets called the church.
So we've got the house of God right next door to little baby cheeses. That's good. Im Film ist das ja abgebrannt dort vorne und es hat 3 Jahre gedauert, um das zu rebuilden. So, eben war leider das Bild ein bisschen überbelichtet, deswegen, wie heißt ihr nochmal? Pia und Anna. Anna. Ja. Ach, ich hatte Anne im Kopf. Anna. Anna, ja. Ihr kommt aus Süddeutschland. Ja, also in der Nähe von München, ja, genau. Ja, voll witzig. Bin ich hier erkannt worden. Seid die Ersten, die mich jetzt in Neuseeland erkannt. Okay. Also, Prost, ich habe hier gerade ein Bierchen bekommen. In so einem schönen Becher. Ich versuche den gleich mal nicht zu klauen, sondern zu kaufen. Hi. Hi, that's the Green Dragon.